Hi Leute, willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir werden uns jetzt das andere Event anschauen, was wir gerade noch haben, beziehungsweise was das genau sein soll. Zur Untersuchung. Ein Erdbeer. Dann gehen wir da doch mal hin. Maybe sollten wir vorher heilen. Da, du darfst die benutzen, wenn nicht. Benny's Adventure Team, assemble! Moment, ist die Hundeinvasion? Da vorne sind zwei, hier sind zwei. Ich sehe sonst einen. Warum sind hier vier? Stimmt etwas nicht. Aquas, du wirst es. Schön, dich kennenzulernen. Wenn ich auch wahrlich nicht erwartet hatte, dich heute hier zu sehen. Weil wir gerade davon sprechen, bist du in letzter Zeit einmal in Tygental beim Nantianmen gewesen. Die Gilde hat in den letzten Tagen praktisch pausenlos Berichte über Erdbeben in dem Gebiet erhalten. Das waren es nur schwache Erdstöße, die sich seither allerdings zu einer ernsthaften Angelegenheit entwickelt haben. Okay. Der Bericht erwähnt außerdem noch einige unbekannte Monster, die in diesem Gebiet gesichtet worden waren. Was deren Beschreibung angeht, könnte es sich um dieselben Geodrachenechsen und alten Geodrachenechsen handeln, die einst Liu E terrorisiert haben. Benötigst du meine Hilfe? Ich wollte dich bitten, dass wir... okay. Was diese Monster angeht, sollten sie wirklich in große Zuhörer... Offiziell gilt die Gefahr und entsprechende Belohnung. Klar. Heißt Worte weiter. Nee. Sowas von verhauen gleich, kann das? Ja, klar will ich verhauen. Hier ist was. Oh ja, das sieht nach Mord und Totschlag aus. Da bin ich dabei. Lass mal mein
Guten Tag. Alter Geodrachen. Okay. Oz, reveal thyself! Schubs. Selber schuld. Okay. Geh mal looten. Und hey, ein Neji. Und junge Jade. Okay. Scheint da nichts Besonderes zu sein. Es ist kein Legion. Stats. Kannst du behalten. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I... Okay. Ich habe jetzt gewartet, dass wir da noch ein zweites Mal rankommen. Also von der anderen Seite kannst du einfach straight vom Teleporter einfach hinlaufen. Und mal gucken. Guten Tag. Möchtest du mit mir spielen? By Royal? Stand clear. Absorption test. Da weg. Ich bin das Talon. Das war so klar. Teamwork is dreamwork. Let's look. Burn. Stand clear. Kiss.
Scheiße. Das ging nicht. Hä? My flame has been extinguished. Let's light it up! On, reveal thyself! Animo test 6308! Animo test 6308! Everybody stand back! Time for retribution! Okay. Ein Tipp, den mir eigentlich ein Kumpel gegeben hatte. Wenn man diese Elementkristalle hier für die Schilde bekommt von ihm und er die Attacke macht, wo er halt mit dem Kopf direkt nach unten schaut auf den Boden und diese Attacke rausschießt, kann man die wohl mit dem Schild kontern und zurückwerfen. Weil ich weiß aber nicht, er hat dafür einen Geo-Charakter noch benutzt. Guess we can rest a bit. Das Schild vom Geo-Charakter, das zurückgeworfen hat, oder dieses Element-Schild. Ist noch rauszufinden. Ansonsten, die Drops sind halt immer verschiedene Bruchstücke, Splitter oder natürlich, wenn man auf einem höheren Level den Gegner hat, kann natürlich auch die Leggy-Variante daraus kommen. Der Drop ist halt für Zhao zum Leveln. Das heißt, ihr müsstet den jetzt oder so abfarmen, damit ihr Zhao überhaupt leveln könnt, so wie ich es verstanden habe. Das heißt, eigentlich. Uff. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Aber ja, also es wird so wie die anderen Mini-Bosse auf der Welt, hat nur ein paar Minuten gedauert, dann war die Echse gleich wieder da. Ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Ich habe halt gedacht, dass es ein Event-Ding ist. Weil der hier halt so mit der Liste drin stand, aber anscheinend ist er jetzt ab jetzt immer da, halt für Zhao, damit er gelevelt werden kann und später, es gibt ja schon so einen geleakten Charakter, praktisch schon wie Chi-Chi und so ein Eis-Zombie wird es wohl auch ein Feuer-Zombie geben oder irgendwie sowas. Und der braucht das dann auch. Ansonsten, das war es dann eigentlich davon schon. Einfach nur so ein kleiner neuer Mini-Boss. Ja, dann haben wir jetzt einmal das Foto-Event und den neuen Mini-Boss. Es gibt dann den Weltauftrag halt von Zhao, müsste das sein. Und halt jede Menge wieder kleine Mini-Quests, die in der Welt einfach wieder verteilt sind auf die ganzen NPCs. Geht einfach mal rum durch die Städte und guckt, ob irgendwo was ist, wo ihr wisst, wo NPCs auf der Karte verteilt sind. Einfach mal vorbei. Es sollen... Was stand? 27... neue Mini-Aufträge oder so. Und dann steht das hier jetzt irgendwo mit drin? Kommt wieso so der Rest des Monats ja noch mindestens 3 Events. Okay, dann war es das. Ja, ansonsten ist noch irgendwas zu zeigen. Am Alchemie-Table ist oben jetzt ein neuer Reiter, dass man
die verschiedenen Bruchstücke, Splitter, Brocken, die man nicht braucht für einen Charakter zum Upgraden, tauschen kann gegen Charakterbrocken, die man halt braucht. Also kannst Feuer zu Eis traden oder Wind zu Eis, wenn du halt für einen Eischarakter irgendwelche Brocken und Splitter sowas brauchst zum Aufleveln. Die Funktion kam noch mit rein und auch noch lauter andere Kram. Es waren Updates oder so schon alles drin, was den Monat reinkommen soll. Jo, und das war es dann eigentlich schon auch schon. Jetzt zu den anderen Events wird auch mindestens immer noch ein Video kommen. Ansonsten sehen wir uns dann wahrscheinlich zu 1.4, wenn wir hoffentlich das neue Gebiet bekommen. Ciao, Leute.